Also wir starten ländliche 8. So, ländliche 8. Schön schaut's aus. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, wir haben Holz. Das bedeutet, wir machen auf jeden Fall eine leichte Fahrbahn. Ich habe gar nicht geschaut, was da alles kommt. Aber unabhängig davon, das Schiff wird es wohl kaum sein. Ich mache mal kurz einen Test. Ich weiß, dass er einstürzt. Oh, Mist. Das hat man fast gar nicht gesehen. Eisen und Stahl. Eisen und Stahl. Das geht aber nicht, gell? Nee. Also ich denke auch, dass es so gedacht ist. Okay, hält das schon mal ganz gut. Und nun zum... Oh, wir haben noch jede Menge Holz und Eisen. So. Da bin ich mir jetzt noch unschlüssig, ob das jetzt eine gute Idee war. Da bin ich jetzt noch ein Menge im Zwiespalt. Also wir machen auf jeden Fall mal das Eisen unten hin und dann werden wir nochmal mit Holz verstärken, das Holz oben hin. Nämlich so, da haben wir nämlich einmal ist das Eisen nicht auf dem Festen. Jetzt verstärken wir das Ganze hier auch nochmal. Und hier, wir bauen eine kleine Pyramide. Ich hätte es gleich ein bisschen anders machen sollen. Und jetzt nochmal hier hoch. So, wir machen einen kleinen Test. Ja, wir sind ja noch nicht fertig. Das Holz da ist eine super Idee, das weiß ich noch nicht. Das wird sich aber gleich herausstellen. Oh Gott, dreimal Eisenbahn. Das wird das Holz definitiv nicht halten. Das müssen wir nochmal verstärken. Aber ich mache mal einen kleinen Testlauf. Also das Holz trägt es auf keinen Fall.
Und somit würde ich sagen, wir nehmen noch ein bisschen Eisen. Zu viel Eisen haben wir gar nicht mehr. Hoffentlich lang das hier noch. Nein, es langt nicht mehr. Dann nehmen wir das mal raus. Jetzt haben wir nur noch Holz. Na, das geht so nicht. Also wir müssen das Grundgerüst hier oben zumindest mit Eisen verstärken und dann auch mal mit Holz ein bisschen. So. So, also das Grundgerüst steht fast. Ich sehe, da habe ich ein bisschen was vergessen. Also alles klappt ja nicht auf Anhieb hier. Das wäre auch zu schön und zu einfach. Ich sehe, ich habe hier noch einen vergessen. Das war jetzt zu viel. 30 Meter, wie viel hat man insgesamt? 100. Probieren wir es mal mit dem Holz. Machen wir es doch so. Und das Ganze nochmal. Ja, geht auch mal ruckzuck das Holz zur Neige. Aber wir haben noch 16 Meter Holz. Und jetzt hoffe ich mal, dass man vom Eisen her. Ach, das bringt eh nichts. Wenn, dann müssen wir hier mit dem Eisen ein bisschen so hoch gehen. Das ist auch zu viel. Ich würde sagen, wir testen es einfach mal aus. Das Ding steht. Die Autos sind eigentlich immer kein Problem mit. Die Eisenbahn wird das heißt Ding sein. Nun bin ich gespannt. Ich will ja nichts sagen. Ich habe aber einen Eindruck. Das Ganze liegt an unserer Straße und viel weniger an der Konstruktion hier oben. Karte neu starten. Ja. Okay, bevor ich nämlich alles da abbaue. Das würde mich interessieren, ob wir überhaupt so viel haben. Nein, haben wir nicht.
Ich glaube, das lag jetzt tatsächlich daran, dass wir das Holz benutzt haben. Wobei wir letztes Mal auch diese Eisenbahn hatten. Und mit einer Holzstraße. Nee, ich glaube, da haben wir auch kein Holz gehabt. Okay, der schaut schon ein bisschen massiver aus. Stürzt genauso schnell ein. Hoppla, hoppla, hoppla. Eine Alternative wäre es natürlich auch hier diesen hier Eisen zu verwenden und den Stahl hier oben als Stütze. Ach, weia, ich drückte immer ein bisschen daneben. Ist auch so klein. So, gehen wir ein Tick näher ran. Oh, das war knapp, aber wir haben noch ein bisschen was übrig. 87 Meter. Wie viel sind das? 13. Das bedeutet, ich kann auf beiden Seiten hier nochmal so ein bisschen was machen. Oh, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Kein Wunder, dass wir was übrig haben. So, dann bleibt nämlich nichts mehr übrig. Jetzt haben wir noch unser Holz. Das ist nämlich perfekt. Hier außen ist es ja nicht ganz so hoch, die Belastung. Aber das ist unsere Grundkonstruktion. Für unser Holz. Zack, zack, zack. Und hier hin. Ah, ich glaube, das schaut ganz toll aus. Ja, toll schaut es nicht aus, aber ich glaube, die hält. Hier runter, hoch. Runde. Gut, machen wir es erstmal so. Ich will ja nichts sagen, aber wir haben kein Holz mehr. Ob das so hält? Macht man erst Eisen, dann Holz oder erst Holz, dann Eisen, ist jetzt die Frage. Ich denke aber, man macht erst Eisen und dann ist Holz drauf, weil das Holz ein bisschen leichter auf dem Eisen ist. Was kann man hier eigentlich machen? Oh, da ist schon ein bisschen was gebrochen. Aber wir haben es geschafft. Sie hält.